80.000 Menschen mussten hierfür in den letzten 50 Jahren ihre Heimat verlassen. Denn der Braunkohletagebau Garzweiler 1 und 2 hat mit seinen Baggern ganze 16 Orte geschluckt. Erst vor kurzem wurde in Borschemich die fast 110 Jahre alte St. Martinuskirche abgerissen. Borschemich ist mittlerweile ein Geisterdorf geworden. Kritik am Tagebau Garzweiler gibt es immer wieder. Natürlich meistens von den Betroffenen, vor allem auch, weil die Braunkohle keine erneuerbare Energiequelle ist. Mönchengladbach, Erkelenz, Jüchen und Titz, das sind alles Orte, die von Garzweiler und dessen Folgen betroffen sind. Sie haben sich zusammengeschlossen, um eine gemeinsame starke Stimme zu haben. Da gibt es in Erkelenz eine ganz klare Position. Wir sind, das ist beschlossen worden, wir bleiben gegen den Tagebau Garzweiler 2. Aber wir wissen auch, dass wir das nicht alleine verhindern können und auch beeinflussen können, sodass es stoppt. Und da gibt es auch dann, das ist auch im Ratsbeschluss hinterlegt, dass wir dann uns konstruktiv zum Wohle für die Zukunft der Menschen einbringen. Und das ist genau das Thema, was wir hier besetzen. Ja, wenn ich auf Mönchengladbach schaue, unser Stadtteil Wanlow, direkt am Rand des Tagebaus, sämtliche Hinterlandverbindungen abgeschnitten. Da werden Straßen einfach weggebaggert, die dann nicht mehr zur Verfügung stehen, sodass sicherlich allein die Mobilität für die Wanlower eine ganz andere wird. Das hat damit zu tun, dass Landwirtschaft gewohnte Wege nicht mehr zurücklegen kann, dass landwirtschaftliche Flächen in großem Umfang wegfallen. Und da müssen jetzt Alternativen entwickelt werden, wie man zum Beispiel auch Landwirten Zukunftsperspektiven eröffnen kann. Stoppen können die Gemeinden den Tagebau nicht mehr. Aber sie wollen an der Zukunft aktiv beteiligt werden. Das heißt, wie soll das Gebiet rund um Garzweiler einmal aussehen? Erholungs- oder Gewerbegebiet oder doch ganz anders, das alles soll gemeinsam entschieden werden. Bis zum Herbst soll dann ein grober Plan stehen.